Es ist der 21. Mai in Landau. Ein gewisser Dr. Kai Schürholz stellt sich dem CDU-Kreisparteitag zur Wahl. Er will OB-Kandidat der Union werden. Zuvor ist er von gewichtigen CDU-Größen empfohlen worden. Der 35-Jährige, den hier kaum einer kennt, überzeugt, wird der neue Shootingstar der Landauer CDU. Also die Vorstellung des Kandidaten war einwandfrei. Er hat überzeugt, er hat sogar begeistert. Aber er war einfach gewinnend und absolut authentisch, hat man das Gefühl gehabt. Ich war insoweit beeindruckt, als er mit einer sehr guten rhetorischen Fähigkeit es verstanden hat, sehr schnell sich in Landauer Themen einzuarbeiten. Nach der Präsentation versucht eine Bürgerinitiative zu helfen. Buttons, Flyer, eine DVD werden produziert. Der Mann aus Berlin als die neue Kraft präsentiert. Ich heiße Kai Schürholz. Ich bin 35 Jahre alt, bin in Castrop-Rauxel aufgewachsen und habe dort Abitur gemacht und nach dem Abitur in Bochum, Heidelberg und Göttingen evangelische Theologie studiert. Uns war es besonders wichtig, jemanden zu finden, der Managementfähigkeiten hat. Er kommt an, sogar höchste CDU-Prominenz will helfen. Und ich drücke den Daumen, komme selbst hin nach Landau, werde versuchen, die Leute noch entsprechend einzustielen. Und jetzt kann ich nur sagen, macht die Sache gut. Herzlichen Dank. Gell? Mein Anliegen ist an Sie, Frau Ministerin, ich möchte Landau zur familienfreundlichsten Stadt machen. Und es ist mir ganz wichtig, dort vor allem im früherzieherischen Bereich Schwerpunkte zu setzen. Was würden Sie sagen, ist das, was die Stadt in den nächsten Jahren weiter vorantreiben muss? Der Neue überstrahlt den Wahlkampf und wäre vielleicht auch der Strahlemann geblieben. Ja, wäre die Sache mit dem Doktor okay gewesen. War sie aber nicht. Nicht der CDU. Einer Bürgerin waren Ungereimtheiten aufgefallen, die sie in einem Brief auch der Union mitteilte. Nirgends könne der Doktortitel, die Promotion belegt werden, schrieb sie, nichts sei aufzufinden. Dr. Schürholz damit konfrontiert, soll nur lapidar gemeint haben, dazu müsse sie ihm noch Zeit lassen. Im Klartext, es gibt keine Doktorarbeit. Spätestens am 19.08., als die Dame mir am Wahlkampfstand den Brief hat übergeben lassen, sind dann die Zweifel gekommen, wo ich dann auch Schürholz direkt aufgefordert habe, er möge jetzt die Promotionsurkunde vorlegen, um diesem Gerücht den Boden zu entziehen. Das kann er aber nicht. Stattdessen erfindet er den Ausweg, er leide unter einem Hirntumor und müsse daher von der Kandidatur zurücktreten. An allerletzter Stelle hat er wirklich immer die Dinge zugegeben, die ihm jetzt ja auch nachgewiesen werden konnten. Und das hat uns einfach sehr betroffen gemacht. Wir haben ja eigentlich auch an den Ständen am Samstag noch riesen, ja, wie soll ich sagen, Mitleidsbekundungen mit kleinen Zettelchen, mit Genesungswünschen und diesen Dingen noch geschrieben und ihm stoßweise geschickt. Und das macht einen natürlich schon sehr betroffen, wenn man von so einer Krankheit spricht, die gar nicht existiert. Am Freitagabend in der vergangenen Woche, der CDU-Kreisvorstand zieht die politischen Konsequenzen und tritt geschlossen zurück. Der Vorsitzende hat den Parteiausschluss von Kai Schürholz beantragt. Doch damit ist die CDU das Problem nicht los, denn auf dem Wahlzettel ist er noch immer vertreten. Einen anderen Kandidaten kann die Union auch nicht nachreichen. Was ist denn nun, wenn die Wähler am Sonntag diesen Kandidaten wählen? Sind die Stimmen gültig? Es geht sogar so weit, es wird uns gesagt, rein rechtlich, sollte Herr Schürholz wieder erwartend gewählt werden, weil er konnte bisher ja nicht seinen Rücktritt formal rechtlich erklären, müsste er entweder auf die Annahme des Amtes verzichten oder er nimmt an. Theoretisch, rein theoretisch wäre das möglich. Die Affäre kocht also noch ein wenig weiter. Gestern auch im Landtag auf Antrag der SPD. Aktuelle Stunde. Denn für die Sozialdemokraten ist das eine Steilvorlage. Die Union geht in die Defensive. Ist das nicht bezeichnend für Sie als Partei? Sie haben Schaden zugefügt durch das Verhalten weit über Landau hinaus, weit über das Land hinaus. Der Politik, nicht nur der CDU, mit dem, wie sie sich verhalten haben. Bei aller Diskussion, Schuldzuweisung, der Suche nach Verantwortlichen und dem Versuch, politisches Kapital zu schlagen, dürfen wir nicht vergessen, dass alle in Landau Opfer eines Betrügers, eines Hochstaplers geworden sind. Was ist Ihre persönliche Meinung? Hätte das verhindert werden können? Mir tut es leid, dass die Wähler jetzt enttäuscht sind. Mir tut es leid um die Landauer CDU. Ich bin der Auffassung, wir müssen nach vorne schauen und das darf nicht mehr vorkommen.
Er kam auf höchste Empfehlung, niemand fragte nach. Am Ende steht die Partei vor einem politischen Scherbenhaufen und der Strahlemann ist auf und davon. Dazu äußern wollte er sich übrigens nicht.